Ich befinde mich in einem Zimmer. Das Zimmer ist leer und sehr dreckig. Ich krieche auf die andere Seite und spucke meinen Verstand in die Ecke. Ich hänge ein Bild mit Sichtfenster vor den Fleck mit Fragezeichen und gehe in das leere Nebenzimmer, um mich dort im Kamin einzumauern. Nicht warm und gemütlich, aber eindeutig ist hier die Lage auf einem Quadratmeter Roßstandfläche. Nach über 3 Stunden nachdenkendem Stehen würde ich jetzt alles für einen Stuhl tun. Wenn ich nach oben schaue, kann ich erkennen, ob Tag oder Nacht ist. Und ich weiß auch immer, wenn es regnet oder die Sonne scheint. Auch wenn mir der Kaminjunge die Sicht versperrt. Ich kann mich noch genau erinnern, wie das geschehen ist. Es war um die Jahrhundertwende 1798. Damals war das Haus noch voller Leben. Ich war hier als Butler angestellt. Mein Herr sagte immer, ein Haus ist nur ein Haus, wenn es im Winter auch warm ist. Dann gab er mir den Auftrag, den Kaminfeger zu bestellen. Er kam mit 2 abgemagerten jungen Burschen. Für einen halben Pfund sollten die Bengel durch den Kamin kriechen. Der eine war zu dick und schaffte es nicht. Der zweite war fast nur Haut und Knochen. Der schaffte es fast bis nach oben. Und als er nicht mehr weiterkam, hat sein Meister Feuer im Kamin machen lassen, um ihn anzutreiben. Ohne Erfolg. Man hat ihn dort einfach stecken lassen. Und durch das Heizen und den Rauch konnte er nicht verwesen. Und während ich mit steifem Genick nach oben schaue, ist mein sichtbarer Atem nicht in der Lage, auch nur einen der vielen Regentropfen aufzufangen. Der warme Urin, der mir jetzt am Bein hinunterläuft, wärmt wenigstens ein bisschen, und mit ihm rinnen meine letzten Gedanken an Freiheit in Richtung Großstandfläche. Ich bin für einen Moment froh, dass mich keiner sieht. Ich habe schon oft versucht, raufzuklettern, aber ich bin immer wieder abgerutscht. Und ich würde es immer wieder versuchen, aber ich habe mir jedes Mal die Fingernägel abgerissen. Jetzt tun mir die Finger weh und ich traue mich nicht mehr, etwas anzufassen. Ich muss schon die ganze Zeit mal auf die Toilette. Aber ich halte den Code zurück. Ich muss mich noch erst mit dem Gedanken abfinden, ihn vielleicht später essen zu müssen. Denn mir knurrt schon seit Tagen der Magen. Außerdem tun mir doch die Hände weh. Auch beim Hose öffnen. Da warte ich lieber. Gestern habe ich ein paar Kinderstimmen vor dem Haus gehört. Aber ich habe mich nicht getraut, um Hilfe zu rufen. Am schlimmsten ist es nachts, wenn der Wind zu stark weht. Dann friere ich immer. Heute Mittag hatte ich Glück. Da schien die Sonne genau auf mich herab. Und ich konnte für ein paar Minuten unter ihrem wärmenden Schutz trotz meines Gestankes friedlich schlafen. Wäre ich doch nur nicht aufgewacht. Denn ich habe geträumt, dass ich gut schlafen kann. Dann war die Sonne weg und der Wind wehte jetzt wieder stärker. Da habe ich wieder gefroren. Beim nächsten Mal schreie ich so laut ich kann, wenn ich wieder Stimmen höre. Wenn ich mich hinhocke und mich anlehne, tut mein Genick nicht so doll weh beim Hochsehen. Und ich sehe gerade, wie sich ein Vogel am Schornsteinrand niederlässt. Er lässt Kot ab, der auf meine Schulter tropft. Beim Wegwischen bemerke ich, dass er in seinem Kot ein paar Samenkörner hat.
Ich reibe die Saat zwischen meinen Händen trocken und bemerke sehr schnell, dass die Samen trotz ihrer Bitterkeit besser schmecken als der eigene Kot von heute Morgen. Gestärkt von der Mahlzeit beschließe ich jetzt wieder neuen Mut zu sammeln und mich von jetzt ab nur noch auf die hoffentlich bald kommenden Stimmen zu konzentrieren. Ich bin ganz still, damit ich die Stimmen auch hören kann. Nur der Wind weht. Und so kann ich ganz lange sitzen und auf die Stimmen warten, um dann um Hilfe zu schreien. Es ist jetzt so ruhig geworden. So ruhig, dass ich meinen eigenen Herzschlag hören kann. Und er wird immer lauter. Manchmal bekomme ich Angst, weil es doch so eng ist. Aber dann konzentriere ich mich wieder auf die Stimmen, die hoffentlich bald kommen. Denn ich halt's nicht mehr aus. Ich warte. Doch es kommen keine. Es kommen keine. Da! Jetzt! Aber bei der Stimme schrei ich nicht, obwohl sie mir Angst macht. Wenn du schreist, kommen mehr Stimmen. Wenn du schreist, kommen mehr Stimmen. Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Dein Name. Dein Name. Wenn du ihn sagst, gehen wir. Wenn du ihn sagst, gehen wir. Ehrlich. Ich fass dich an mit deiner Angst im Rücken. Ich hol noch mehr. Ich hol dann noch packen mehr. Wir dich an die Schulter. Dann packen wir dich an die Schulter. Ich versuche mit der Stimme einen Pakt zu machen. Ich gebe ihr gute Gedanken und dafür hört sie auf, mir Angst zu machen. Manchmal klappt es, aber sie kommt immer wieder. Ich muss mehr gute Gedanken sammeln, damit ich die böse Stimme bezahlen kann. Aber einmal habe ich es mir nicht gefallen lassen und zweimal hintereinander laut um Hilfe geschrien. Da hat mich die böse Stimme bestraft. Jetzt kommen mehr Stimmen und fassen mit ihren Knochenhänden hinter dem Rücken durch die Mauer und wollen mich anfassen. Dann muss ich wieder gute Gedanken abgeben als Geschenk für sie. Dann sind sie für kurze Zeit freundlich. Ich weiß schon lange nicht mehr, wie oft ich den Wechsel zwischen hell und dunkel dort oben gesehen habe. Aber ich habe langsam keine Kraft mehr hochzusehen. Ich habe keinen Kot mehr zu essen und kein Urin mehr zu trinken. Und die Stimmen saugen mir mit ihren Knochenhänden immer mehr Energie aus meinem Rücken. Komisch. Bei Regen sind die Stimmen weg. Und wenn es kalt und dunkel geworden ist, kommen sie immer wieder durch die Wand. Ich traue mich jetzt auch nicht mehr zu schlafen, weil die Stimmen jetzt auch im Traum böse geworden sind. Ich habe tagelang mit den Stimmen gekämpft, doch jetzt sind sie meine Freunde. Ich habe sie gern und ich unterhalte mich mit ihnen. Denn wenn ich sie gern habe, haben die mich auch gern. Ich spiele immer wieder Wortspiele. Sie sagen zum Beispiel Panzerblumentopf. Und wenn ich dran bin, dann muss ich das gut finden und auch was sagen. Dann tun wir alle zusammen Schallarbeit machen. Die helfen mir auch, dass ich mit dem Wind reden kann und so. Doch eines Tages kamen andere Stimmen. Das waren die bösen Kinderstimmen. Und da ich damals nicht um Hilfe geschrien habe, mache ich das jetzt auch nicht. Ich habe jetzt richtige Freunde. Auch im Traum sind die jetzt meine Freunde. Ich will gar nicht, dass die mich hier finden. Hier bin ich wenigstens sicher. Hier habe ich Schutz, auch wenn es kalt ist. Ich habe immer wieder auf die Erde gepullert. Und da ist jetzt ein Schatz. Den muss ich bewachen, den darf keiner finden. Niemand darf ihn finden. Die Stimmen werden mir helfen.
die Hände auch. Ihr seid jetzt alle meine Freunde.